So, nachdem wir dann die Grundeinstellungen gemacht haben, kommen wir zu unserem ersten Auftrag. Ich starte jetzt FreeCAD. Ich habe hier die Daily-Version für die Leute, die mit Ubuntu arbeiten. Es gibt täglich eine neue Version. Für die Windows-Leute müsst ihr natürlich warten, bis wir das dann alles kompiliert haben und bis das alles richtig läuft. So. Fangen wir mal an. Ich lade hier das Standard-Testteil hoch. Das ist das Teil, das wir fertigen werden und an dem wir dann alles erklären werden. Wir haben hier ein Engrave, eine Gravierungseinheit hier und der Grundkörper, das Solid. Das ist schon die Workbench, also das Modul. Pass, das wir erklären möchten, und wie ihr seht, sind alle Icons aus, bis auf eins. Das hier ist unser Auftrag. Er fragt jetzt nach, was soll bearbeitet werden. Diese Fusion soll bearbeitet werden, und dann werden die Grundeinstellungen geladen. Hier mit, so wie wir es eingestellt hatten, mit dem Postprozessor alle Daten, und ich drücke einfach auf OK, und unten drunter sind dann diese Operationen. Ihr könnt jederzeit alles umstellen, indem ihr einfach doppelt auf die Funktion drückt. Ein Standard-Tool ist geladen, wenn ihr ein anderes Werkzeug braucht. Es gibt dann ein Werkzeug-Management-System hier. Wir sagen jetzt, wir fahren außenrum mit dem 2,4er Fräser, der Standardfräser für Modellbauer, und einfach einen neuen Controller erstellen. Und dann habe ich hier das Werkzeug. Das kann ich natürlich auch jederzeit abändern. Und wenn hier blaue Sachen sind, bitte da drauf drücken, aber ich gehe davon aus, das wisst ihr schon, weil ihr habt ja schon was konstruiert. Und hier sind die Einstellungen nochmal okay. So, zu den einzelnen Icons oben. Das erste ist die Inspektion. Das zweite ist die Simulation. Dann haben wir hier Bohrung, und das ist der Werkzeugmanagementsystem. Das dritte ist, wenn ich hier eine Ecke markiere, kann ich mir den kompletten Verlauf rundherum vervollständigen lassen, dann habe ich alles markiert. Dann habe ich hier den normalen Konturpass. Als zweites aus einer Fläche ein Profil erstellen. Das dritte ist aus den Ecken ein Profil erstellen. Das wäre jetzt hier der Fall. Danach habe ich die Taschenfräsen für hier. Als weiteres haben wir hier den Bohrungsaufwand, danach haben wir Gravieren, Flächenfräsen für oben, das sind die 3D-Modelle, Helix und ein 3D-Pass über Pfad, also ein Werkzeugweg über eine Kontur fahren. Die nächsten sind ausgeblendet, die blenden sich einfach nur ein, wenn spezielle Sachen da sind, und das letzte hier ist der Gecko-Erzeugung. Weiter gibt es unterhalb von Pfad noch einige Dress-Up-Sachen. Da kann ich mir den Pfad ein bisschen, also den Werkzeugweg ein bisschen einfacher machen, für zum Beispiel Überlauf, für ein Schneidmesser oder Anfahrstrategien, Abfahrstrategien, Werkzeugkorrektur und die Cutter-Radius-Kompensatur, also die Werkzeugradius Kompensation, Werkzeugradius, Einstellung der Maschine, G41, G42. So, eigentlich war es das schon. Ich erstelle jetzt mal kurz noch einen Weg. Hier auf die Ecke mit einem Zweier. Okay, die Tiefen sind dann Stadttiefe, fertig. Das ist die Final-Tiefe ist minus 3 in negativ. Und die Zustellung ist positiv, 3. Dann habe ich die Höhen, das ist Safety Height.
ist, wie wird das Werkzeug über das Teil gezogen und die Clearance-Height ist der Weg, den Z-Safe, also Sicherheitsebene, hochfährt. Die Operation an sich, außen, clockwise oder counterclockwise, je nachdem, ob ihr Gegenlauf oder Gleichlauf fräsen möchtet. Das Werkzeug soll ein extra Startpunkt und die Offsets. Ich das jetzt hier erzeuge, ich drücke auf 2, dann erscheint hier der Werkzeugweg für die Hobbyfräse, die nicht mit Werkzeug Offset fräsen. So, sagen wir mal okay. Und wenn ich hier einen G-Code erzeuge, fragt er nach wohin. Das haben wir so eingestellt. Und dann kommt hier der G-Code jeweils raus. So wie wir das gerne hätten. Okay. So, das soll es für hierhin gewesen sein. Der Rest erkläre ich dann. Ich kann das Ganze dann wunderschön simulieren. Ja, lassen wir es mal noch kurz laufen. Hier, dann fräst er das so drumherum. Rundrum abgefräst. Okay, das war's dann für jetzt. Weitere Erklärungen folgen.